Hausmeister Erhan Demici am Morgen in seinem Lager in Fellbach. Vorbereitungen für die anstehende 7-Tage-Woche. Uns kann kein Roboter ersetzen. Wir werden halt immer gebraucht. Also es ist ein zukunftssicherer Job, weil das wird nie aussterben. Irgendeiner muss den Rasen mähen, Hecke muss ein Mensch schneiden. Also klar, Hilfsmittel, Motorsäge, Deckenschere, aber das muss ein Mensch machen. Der 42-Jährige ist ein Allrounder. Wäsche waschen für die bevorstehenden Kehrwochen. 80 bis 100 sind es insgesamt. Je Etage ein Mob, das zähle ich dann auf. Also nicht ein Mob für das ganze Haus, sondern je Etage wird dann verteilt. Es soll ja sauber werden. Schließlich ist die Kehrwoche den Schwaben heilig. So, ist dann alles für den Eingangsbereich. Erhan ist seit rund 10 Jahren selbstständiger Hausmeister. Dementsprechend ausgestattet ist sein Lager mittlerweile. Von Fellbach geht es zum ersten Job nach Endersbach. Dort warten jede Menge Mülltonnen, die für die Abfuhr morgen bereitgestellt werden müssen. Dafür ist der Hausmeister da, das bieten wir mit an. Dafür haben wir die Reinigung, Gartenpflege, Rasenmähen, Müllbereitstellung, Winterdienst. Also ein Gesamtpaket, wo ein Eigentümer oder Mieter gar nichts mehr machen muss und in den Nebenkosten mit abgerechnet wird. Aufgaben, die von Eigentümern und Mietern auch nicht so gerne gemacht werden. In diesem Mehrfamilienhaus sind die Mülltonnen in verschiedenen Kellern verteilt. Weite Wege, die Erhan hier zurücklegen muss. Und viele schwere Türen, die immer wieder aufs Neue geöffnet werden müssen. Das ist halt das, was auffällt. Gell? Die ganzen Türen. Man darf keinen Keil benutzen, weil es ein Brandschutztür ist. Sonst verstellt die sich ohne Keil alles. Heute ist der Restmüll dran. Die anderen Tonnen folgen in den nächsten Tagen. Montag raus, Dienstag rein. Und Dienstag gleich die Kehrwoche machen für 4 Stück. Am Freitag wieder kommen, gelbe Tonne raus. Und am Samstag wiederkommen, gelbe Tonne rein. Das heißt, ich war 5-mal da, fast die Woche, jeden Tag. Da kommen einige anstrengende Schritte zusammen. Wenn die mal nachher voll sind mit Pampers, das ist schon Knochengeschäft. Also Papier und gelbe Tonne ist halt leicht, das kann man 2 Stück. Teilweise muss man sie sogar einzeln hoch, weil es zu schwer wird. Boah, so wie der hier jetzt. Der hatte was. Laut einigen Bewohnern des Hauses hat der Architekt des Neubaus leider nicht an den Hausmeisterdienst gedacht. Dabei gäbe es hier so viele Mülltonnen. Ja, leider. Da kommt schon was zusammen. Ja, ein Container, wäre das eine Alternative? Habe ich auch mal vorgeschlagen. Ich habe mal hier so ein Containerhäuschen für alle, dass man jetzt den ganzen Weg gar nicht hat, jedes einzelne hoch zu schleppen. Genau, scheint ja, nicht machbar. Ist eben Neubau, das muss sich alles jetzt einspielen. Sonst müssen wir drüber sprechen, wie wir es am besten handeln. Bei der nächsten Eigentümerversammlung, dass man mal anspricht. Ja. Aber sehen wir ja dann, wenn es so Machen Sie mal Vorschläge, damit die Eigentümer darüber entscheiden können. Mhm. Genau. Neben der Müllbereitstellung macht Erhan hier auch Kehrwoche. Der war von Anfang an da und macht es super ordentlich. Also wir sind echt happy. So, perfekt. Bewohner zufrieden. Die Müllabfuhr kann kommen. Von Endersbach geht die Fahrt weiter, quer durch die Region nach Stuttgart, in die Landeshauptstadt. Im Dachswald steht eine Kehrwoche an. Neben 4 Firmen sind Erhans Kunden sonst alle Privatpersonen. Wenn ich etwas in Stuttgart habe, ist teurer wie in Rems-Murr-Kreis. Das ist gleich schon mit inbegriffen, dass ich im Stau stehen werde. Heute flutscht es zum Glück. Im Keller des nächsten Gebäudes steht alles für die Kehrwoche bereit. Die gebrauchten Mops muss der Hausmeister nach dem Wischen mitnehmen und in seinem Lager waschen. Neben dem Boden im Hauseingang und Treppenhaus gehört hier auch die Reinigung des Aufzugs zu Erhans Aufgaben. Irgendwann mal, wenn da Steinchen drin sind, gehen die Türen ja gar nicht mehr zu und die schleift. Und dann geht's immer auf und zu und dann geht's Theater wieder los. Die aufgestellte Fußmatte bedeutet unter Hausmeistern, hier wurde geputzt. Wenn man die Fußmatten auf dem Boden lässt, dann heißt es, sie waren nur gar nicht da. Obwohl es riecht, ja.
Früher war Erhan Anlagenmechaniker und Einkäufer im Schrotthandel. Jetzt ist er sein eigener Chef mit 5 Mitarbeitern. Dann habe ich überlegt, fegen kann ja jeder. Fenster putzen kann man sich aneignen. Hausmeister. Ich meine, dann kann man ja bestimmt was bewegen. Man muss immer eine Acht machen, den Dreck vor sich mitnehmen. Putzdienste in den Wohnungen macht Erhan aber nicht. Kein Mann geht in der Wohnung bei einem wildfremden Menschen und tut reinigen. Aber Treppenhäuser, Garten, Winterdienst ist schon Männerjob. Nach 5 Stockwerken, also nach 5 Wischmops, ist die Kehrwoche geschafft. Es geht wieder zurück in den Rems-Murr-Kreis, nach Beutelsbach, zur Tiefgaragenreinigung. Also das ist eine ganz normale Tiefgarage, die seit 3 Jahren nicht gereinigt wurde. Und das erste Mal, also dass der ganze Dreck mal weggeht. Routinearbeit, was man halt immer macht. Das aber heute ausnahmsweise im Team. Es ist ja sowieso schwer mittlerweile auch Mitarbeiter zu finden, leider in der Branche. Ramzit Bayrami ist seit mehr als 6 Jahren in Erhans Team. Ich mach da nur die Ecken und ich schließe schon mal an. Wenn man halt das Ergebnis sieht, wie es davor war, danach, also macht mir sehr Spaß. Mit Hochdruck ist der Feinstaub der vergangenen 3 Jahre jetzt fällig. Abdampfen, macht schon Spaß. So eine Dreckfräse, ja? Man sieht ja, der Dreck, der geht halt recht schnell raus. Und wenn man ein bisschen scheuert, dann sieht es halt so aus. Also es ist schon ansehbar. Auch gescheuert wird mit schwerem Gerät. Die Bewohner des Hauses freuen sich. Morgen. Hat sich ganz schön Dreck angesammelt. Ja, 3 Jahre, ganze Winter, Schlamm, Matsch. Dann viel Spaß noch. Danke, werde ich haben. Ciao. Ein Danke hört Erhan aber selten. Keiner ist dankbar, solange er zahlen muss. Ist blöd, aber ist leider, ja. Also dafür kriege ich ja bezahlt, also was für Dankbarkeit ist. Ist ja selbstverständlich. Nach dem Scheuern wird der Schmutz weggesprüht und der Boden trocken gesaugt. Jetzt wird's warm, ja? Fertig ist das Hausmeisterteam aber noch nicht. Ein Bewohner wird Erhan gleich noch mehr ins Schwitzen bringen. Tiefgaragenreinigung in Beutelsbach. Hausmeister Erhan Demici und sein Mitarbeiter Ramzit Bayrami sind in den letzten Zügen, als ein Bewohner des Hauses kommt und der nimmt's ganz genau. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich saug's mal. Ich spür das Wasser, das passiert nicht. Da ist leider rübergespritzt. Meiner, kannst du kurz da saugen? Saug mal kurz da am Eingang. So. Wie macht du denn die Ecke? Wird nachher gedampft und geh noch mal drüber mit dem. Weil das ist ja immer so ein Thema in den Ecken. Ja, das sieht man. Oder man sieht es ja auch hier noch da die, in dem Bereich. Das habe ich nur grob erst mal drüber mit dem Wischer. Der wird dir dann noch eine Weile abtrocknen müssen, oder bevor man wieder reinfährt, oder? Nee, wenn man jetzt absaugt, ist schon trocken. Der ist doch nicht trocken. Wir sind noch nicht fertig. Ja, ich halt schon warten, oder? Nein, eine Stunde, ja. Okay. Also, das heißt nicht in 2 Minuten wieder rein, sondern okay. Ist ja eh offen drüber, es zieht dann. Wenn man dann Tor auch noch offen lässt, dann passt es. Die wissen halt im Voraus, dass wir halt heute kommen, ne? Ja, also. Und ja, wollen halt ja. Das Endergebnis sehen. Genau. Man sagt halt ja und hört sich das an und dann. Man muss auch mal arbeiten lassen und dann Endergebnis angucken. Guck mal nach den Ecken, bevor der wieder kommt und. Nach rund 4 Stunden sind auch die Ecken der Tiefgarage wieder sauber und vor allem trocken. So, fertig. Aber gut geschafft, ja? So. Feierabend für das Hausmeister-Team Mika. Namensgeber ist übrigens Erhans Sohn Michael. Tritt der 9-Jährige womöglich mal in die Fußstapfen seines Vaters? Dem bringe ich das schon noch bei. Wenn er dann doch was anderes will, dann kann man es nicht ändern. So eine Selbstständigkeit will schließlich nicht jeder. Motivation
Motivation kommt dadurch, wenn man selbstständig ist, hat man ganz andere Verpflichtungen, weil da kann man nicht sagen, ich bin heute krank. Weil wenn das Geld nicht läuft, das sind halt die laufenden Kosten. Ja. Aber es ist auch sehr lehrreich. Am Anfang hatte ich gar kein Lager, alles im Auto gelagert. Immer wieder mal Garagen gefunden, wo ich dann mal teilweise nach ein paar Monaten wieder rausgeflogen bin, weil man darf nur Winterreifen und Auto lagern. Und ich habe ja Gott in die Welt gelagert. Mittlerweile ist er schlauer und gibt sogar Tipps fürs streifenfreie Fensterputzen. Kalt, immer kalt, immer kalt. Mit warmem Wasser macht man es nicht, weil meiner Meinung nach immer schlieren bleiben. So habe ich die Erfahrung. Schäumen sollte das Wasser aber schon. Was da wohl drin ist? Spüli. Damit kriegt man alles raus. Also da braucht man keine extra Reinigungsmittel für Gebäudereiniger oder so nehmen. Das benutzt jeder. Also 1 Euro. Hauptsache, der Besitzer des Salons ist zufrieden. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir? Alles klar. Ja, wie immer. Sehr schön, dass meine Fenster geputzt werden. Gell? Der weltbeste Fensterputzer. Wieso denn? Wieso? Weil er eine saubere Arbeit macht. Und wieso macht's der Chef nicht selbst? Das ist mir zu viel Arbeit. Und außerdem haben wir Leute, die das besser können. Ganz genau. Die den Beruf gelernt haben und das einfach besser machen. Er kann auch keine Haare schneiden. Stimmt. Mach's gut. Ciao, wir sehen uns. Ciao. Ciao. Das war gut. Eine Ausbildung gibt's für den Hausmeisterberuf nicht. Das ist ein typischer Quereinsteigerberuf. Handwerkliches Geschick sollte man aber mitbringen. Wieder im Auto fährt Erhan zu seinem nächsten Kunden. Insgesamt wird er heute 100 Kilometer zurücklegen. Für den nächsten Auftrag ist er in Stuttgart. Müllbereitstellung. Perfekt, das war's. Das Geschäft für 20 Sekunden. Das heißt, morgen wird geleert. Fahr extra vom Fellbach hierher, stell's wieder rein, fahr nach Fellbach zurück. Die Leute arbeiten bis in die Nacht, sind Büromenschen und wollen sich halt abends um sowas nicht kümmern oder tagsüber zumindest. Oder um die Reinigung, Kehrwoche, Müll bereitstellen. Wenn's heißt, wir machen's untereinander, dann wird's vergessen, dann geht's Theater wieder los. Deshalb fährt Erhan weiter. Einmal mehr quer durch die Stuttgarter Innenstadt. In Wangen angekommen, suche nach dem passenden Schlüssel. Dann Biotonne raus, gelbe Tonne rein. Und dann kann's weitergehen. Einen Stuttgarter Stadtteil nach dem anderen fährt er an. Und auch hier hält sich der Zeitaufwand in Grenzen. Gelbe Tonne rein, braune wieder raus. Einsteigen, losfahren. Wie viel Zeit Erhan wohl im Auto verbringt? Aber wenn ich mal 10 Stunden unterwegs bin, bestimmt 4 Stunden. Was man da an einem Transporter da Kilometer zusammenkriegt im Jahr. Also in 3 Jahren machen wir mit einem Auto 130.000, 140.000. Es folgt immerhin ein bisschen Abwechslung im monotonen Mülltonnenverschieben. An diesem Haus muss mal die grüne, also die Papiertonne, an die Straße gestellt werden. Normalerweise nehmen die es gar nicht mit, aber ich stelle es trotzdem raus, dann heißt es, warum habe ich es nicht rausgestellt? Aber ich weiß, dass sie es nicht mitnehmen. Ein Versuch ist es wert. Zurück nach Endersbach. So, jetzt habe ich einen Anruf gekriegt, muss ein Licht wechseln im Keller. Erst vor 2 Tagen war Erhan hier zur Müllbereitstellung. Jetzt soll im Keller eine Glühbirne defekt sein. Die Bandbreite seiner Tätigkeiten als Hausmeister ist groß. Jetzt sind Erhans Analysefähigkeiten gefragt. Denn auch die neue Birne leuchtet nicht. Dafür geht Erhan ein Licht auf. Die Lampe bekommt keinen Strom. Nee. Ich muss ein Elektriker her. Schön, dass ich Sie noch treffe. Wir wollten Ihnen Dank sagen für ein gutes Jahr. Oh, vielen Dank, danke schön. Das toll gemacht. Ja. Ah, das ist super. Wir freuen uns in dem neuen Gebäude mit dem ganzen Drumherum. Also, vielen Dank. Da geben wir uns immer wieder gerne Mühe fürs nächste Jahr. Jetzt ja, gern. Vielen Dank. Wow, das kam auch noch nie vor. 50 Euro von der Hausgemeinschaft. Boah, jetzt bin ich schockiert. Normal sind es immer ein 5er. Und steuerfrei spricht es, gell? Das muss man erwähnen.